Hi zusammen, heute geht es ein bisschen um ein Trainings- und ein Spieltipp von meiner Seite, weil ich immer wieder beobachten kann, die meisten Leute stehen auf der Driving Range und üben ein Siemer-Eisen. So, natürlich, das Siemer-Eisen ist ein ganz klassisches Eisen, mit dem man das Golfspielen lernt, mit dem man einfach einen Schnupperkurs macht, was auch immer, weil es einfach ein mittleres Eisen ist und man lernt so ein bisschen die Absichten mit einem Eisen von oben nach unten zu schlagen, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, wenn man ein paar Tage schon Golf spielt oder ein paar Jahre oder schon wirklich lang, kann ich immer wieder beobachten, dass die meisten weiterhin mit diesem Siemer-Eisen üben. Egal, wie weit sie den Ball schlagen, wie gut sie sind, was auch immer. So, mein Appell jetzt für euch ist tatsächlich, dass ihr euch mal überlegt, wie gestaltet sich denn tatsächlich mein Spiel? Wenn ihr jetzt absolut fortgeschritten seid, wenn ihr sagt, okay, auf 18 Loch habe ich sämtliche Schläger, deswegen habe ich ja auch 14 Schläger meistens im Bag, dass ihr dann auch sagt, okay, ich übe mit allen Schlägern. Also nicht immer nur mit dem Siemer-Eisen. Siemer-Eisen ist, oder das Achter-Eisen persönlich ist mein Lieblingstrainingsgerät, wenn es tatsächlich um Technik geht, wenn man Positionen üben will, absolut außer Frage. Aber jetzt, wo die Saison wieder startet, wo man auf den Platz geht, wo man wieder viel spielt, wenn ich jetzt jemand bin, der den Ball nicht extrem weit schlägt, oder wenn ich jetzt sage, mein Handicap bzw. mein Spiel besteht darin, dass ich einen Abschlag mache, das Fairway hoffentlich treffe, dann meistens noch an einem paar Vieren Transportschlag brauche und dann aufs Grün pitche und hoffentlich zwei Putts mache, meinen Bogey aufschreibe und zum nächsten Loch gehe, dann habe ich wahrscheinlich mit einem Siebereisen herzlich wenig zu tun. Das heißt, was würde ich jetzt in dem Fall am meisten üben müssen? Natürlich den Driver. Oder den Schläger, den ich gerne am Abschlag nehme, ob es Dreierholz, Fünferholz. Viele spielen ganz schlau übrigens auch am Anfang gar keine Hölzer erstmal, sondern schauen, dass sie den Ball ins Spiel bekommen. Ein langes Eisen, dann übe ich mein Fünfereisen, mein Dreierholz vom Abschlag. Dann, was brauche ich an Transportschlag? Viele nehmen ein Hybrid als Transportschlag oder auch ein Holz vom Boden. Viele Frauen spielen wahnsinnig viele Hölzer vom Fairway. Dann muss man doch diese Hölzer viel mehr üben. Und dann für den kleinen Scheißer aufs Grün, sprich ein Pitching-Wedge oder ein 9er-Eisen, das muss man dann natürlich auch üben. Aber wie gesagt, wenn ich mein Spiel so gestalte, dann habe ich mit einem 7er-Eisen eigentlich überhaupt nichts Großes am Hut für die ganze Runde eigentlich. Also deswegen mein Appell jetzt für euch, dieser Quick-Tipp. Macht euch mal Gedanken, wie gestaltet sich euer Spiel. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was ihr erreichen wollt. Natürlich will jeder den Ball weiter schlagen und mal schauen, dass man ein paar Vier dann tatsächlich auch mit dem zweiten aufs Grün kommt. Aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Dann wird es dann auch so passieren, dass ich den Driver länger schlage und dann habe ich erstmal ein Holz oder ein Rescue Richtung Grün, dann habe ich immer noch kein Siemer-Eisen. Also sprich, macht euch Gedanken, wie gestaltet sich euer Spiel? Und das müsst ihr dann tatsächlich auch üben. Und wie gesagt, für alle Fortgeschrittenen, wenn ihr nicht wirklich exzessives Techniktraining macht, das sollte jetzt auch während der Saison ja auch nicht mehr so der Fall sein, wechselt die Schläge ab, macht maximal 5 Schläge mit jedem Schläger und wechselt ab, nimmt einen Driver, nimmt mal danach ein Wedge, spielt mal oder trainiert so, wie ihr es auf dem Platz auch habt. Habt ein kurzes Par 4, Driver, Wedge, Dreierholz, Achtereisen, was auch immer. Ja, also macht euch da mal drüber Gedanken und ich bin mir sicher, es wird eurem Spiel definitiv helfen und euch voranbringen. Und dann seid ihr auf dem Platz dann einfach nicht mehr da und denkt, ja gut, jetzt habe ich die ganze Zeit 7er-Eisen geübt, was mache ich denn jetzt eigentlich mit meinem Rescue? Wenn ihr das übt, wird das um einiges leichter auf dem Platz werden. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Spieltipp als Quick-Tipp hier auch mitgeben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr mir Feedback gebt und wenn ihr mir auch mal sagt, wie ihr das so macht, ob ihr auch wirklich so übt. Ansonsten sämtliche Fragen her damit. Ich beantworte natürlich alles gern. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Training. Bis dann. Ciao.